Moin und schon wieder herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Euro Truck Simulator 2 mit Niklas und Tom immer noch dabei. Jo, moin. Hallo. Nehmt ihr jetzt auch beide auf oder noch nicht? Ja, ich nehme auf. Also ich hab zumindest drauf gedrückt. Also die beiden mussten tanken. Und wir haben uns ja eh getroffen in der letzten Folge hier zum Abschließen der Folge quasi. Und da haben wir auch ein bisschen, der Niklas hat so richtig Gas gegeben. Das ist so ein ganz schneller mit seinen 700 noch was PS. Ja klar, aber, ich hab aber ja hier, was man hat, muss man ausnutzen, ne? Ja, wer hat, der hat. Ich habe ja nur 600 noch was und habe auch 23 Tonnen hinter da. Ja, ich habe 750 und hab 4 Tonnen. Der Niklas würde das Keksspiel gewinnen. Ich hoffe, ihr wisst, was das Keksspiel ist. Ich kenne nur Keks wichsen. Was? Ja, genau das. Achso, okay. Ich habe vergessen, den Timer zu starten. Naja, ein paar Bonussekunden. So, zack. Wollen wir weiterfahren? Ja, gerne. Ich fahr vorne, weil ich bin sowieso der Schnellste. Ja, dann sinnvoll fahren. Ist es ja. Wenn der eigentlich Langsamste vorne der fährt. Langsamste vorne fahren, aber. Ja, wer fährt nur? Das ist Niklas. Gib Gas. Ich will gleich verschwinden. Da saust der Wächter vorne. Ihr habt gesagt, ich soll Gas geben, ja? Ich richte mich nach euch. Ja, aber kein Hartgas, oder hast du einen Bleifuß? Ich hab Tastatur. Selbst da kann man das Gas dosieren. Frankreich. Bis auf 90. Und hab nur 1005 Kilometer. Ich bin bei... Warte. Ich hab noch 1298. 69 km/h. Was habt ihr? Ich hab 1001. Ich hab jetzt 997. Und ich legge gerade, ich stehe. Wen? Entschuldigung. Du stehst genau in der Mitte von der Straße. Kannst du mal bitte ganz, ganz rechts fahren, damit ich überholen kann? Dankeschön. Oh, mein Spiegel. Okay, ich kann rüberfahren. Glaube ich. An Straßburg vorbei. Da dann rechts, ne? Tom? Genau. Und die erste Ausfahrt, ne? Ja. Nehmen wir eigentlich den Zug oder die Fähre? Achso, ich weiß das gar nicht, was das jetzt gerade ist. Wir müssen nach Dover, oder? Ja. Dann nehmen wir die hier Zug. Ah, hatte ich auch schon lange nicht mehr. Das finde ich, haben die jetzt ganz cool gemacht, also. Ja. Seit dem letzten Update sieht das sogar eigentlich ganz schick aus. Wie müsst ihr hier bei der Abzweigung? Müsst ihr da runter, oder? Geradeaus. Wozu habe ich jetzt gebremst? Glaube ich, Heidau. Ja, ja. Wo ist Niklas jetzt eigentlich? Ich weiß nicht. Der leckt sich durch die Gegend. Also Längen mit G. Ja. Oh Gott. Oh. Entschuldigung. Ach, alles gut. Da habe ich vergessen zu lenken. Ja, das kann ja schon mal passieren. Solange das nicht im echten Leben passiert. Wollen wir vergessen, Gas zu geben. Dieses Gas geben, ich denke die ganze Zeit zweideutig. Das ist nicht gut. Böse, böse, böse. Weil wir das Thema heute in der Schule hatten, das war dann. Oh, da vorne kommt eine Mautstelle. Du leckst bei mir gerade sehr rum. Ich? Hm? Darf eigentlich nicht sein. Brems, brems, brems! Scheiße.
Schranken aus Stahl hier, ey. Ich hab's geschafft. Ja, hoffentlich hat meine Ladung keinen Schaden gekriegt dabei. Nicht, dass das und ich besitzen Timing ja beide im selben Moment Gas gegeben. Jetzt muss ich da jetzt dran dann denken, nachdem du das gesagt hast. Gas ist rechts. In der Tat. Die Zuschauer, nein, wir sind nicht von der Sorte. Vielleicht sollte ich wie bei Minecraft auch im Vorspann reinschreiben, dass diese Episode Satire enthalten kann. Als Disclaimer. Oh. Hashtag extra 3. Ich sollte auf die Straße gucken, wenn ich meine Trinkflasche abstelle. Zu trinken, das ist ja jetzt ganz praktisch. Ja. Ist das der Niklas hier? Ja. Ja, der legt sich gerade neben dir kaputt. Und tränkt sich gerade ein Stück ab. Ja. Oh. Alter. Der Faustier. Man sollte nicht in den Rückspiegel gucken. Wir müssen mal einen Alkoholtest bei Niklas durchführen, fürchte ich. Alles klar. Ich hab mir ein Lenkrad und ich bin weg. Ich finde, mit Tastatur fährt sich das ganz chillig. Hat das gerade jemand gesehen? Ja. Scheiße. All meine Zuschauer. Hier geht's nicht in einen Tunnel, sondern unter einer Brücke durch. Hey Tower, du musst Gas geben. Ich geb Gas. Ich geb Gas. Alter. Ich hab Spaß. Ich sehe uns schon im Straßengraben liegen, ne? Alter! Oh shit. Oh, sorry. Was treibt ihr denn da? Überholmanöver. Ja, geradeaus, ne? Feinsten Klasse. Ja, geradeaus. Darf ich jetzt rüberziehen? Oder ja. Nee, du bist, kannst. Okay. Hat er mich voll auf den Seitenstreifen abgedrängt, ey. Unfassbar, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, hier rechts sehen Sie einen Straßengraben. Genau, die Folge wird heißen: Einer, der aufnimmt, ist noch dreist und drängt ab oder so. Viel zu lange Titel. Vorsicht, Mautstelle. Aber beim Eurotruck-Simulator bin ich auch total unkreativ, was die Folgennamen immer betrifft. Ja, wir hatten jetzt ja eben nur so ein Ticket und jetzt müssen wir hier bezahlen. Ich fahre ganz links. Okay, dann fahre ich in der Mitte. Dann fahre ich. Ah, oh Gott, die Schranke. Ja, die wurde mir auch schon zum Verhängnis vorhin. Au! 23 Tonnen brauchen so ein bisschen, bis sie abgebremst sind. 29 Euro muss ich das jetzt auch noch eintragen. Ja, ey. Du musst es eintragen. Viel Spaß. 29 Euro. So, Maut bezahlt. Oh Gott, ich hab vergessen, Enter zu drücken. Ernsthaft? Und bin jetzt voll gegen die Schranke gedetzt. Aber früher war es mal so, dass man dann hängen geblieben ist. Du hattest gerade das Glück und bist einfach durchfahren können. Kannst du mal bitte auf deiner Spur bleiben, danke. Ja, ich hab mich ja nur nach euch gesorgt und habe mich umgedreht. Kann das schon mal passieren, dass man dann von der Spur abkommt? Das kann ja mal vorpommern. Nee. Diesen Witz musst du dir merken, okay? Ja. Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Immer flacher hier. Füße hoch, der kommt flach. Geh hier runter, ne? Das kann ich noch nicht sehen. Erste Ausfahrt, oder? Ja, direkt die rechte Spur. Ach ja, ja. So, ich zeige den Verkehrsteilnehmern an, dass ich abbiegen möchte. Jetzt ab. Und hier ist eine Tankstelle. Da geht er ab. Da geht er down. Da 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 da. Gut, dass ich nicht singen kann. Gut, dass er es trotzdem tut. Ja. Und es geht ab, ab, ab. Für eventuelle Gehörschäden kommen wir nicht auf. Ja,
Für eventuelle Hörschäden verklagen Sie bitte Bibi Blocksberg. Scheiße. Nein, Bibis Beauty Palace. Ja, die auch. Eher Ducky Bee, okay? Aber das Lied gerade eben war von Bibi Blocksberg, der Film. Nicht Bibi Blocksberg, Bibi und Tina. Was ist das für Filme? Reicht mir auch. Ja, ab und zu braucht man mal was nach der Arbeit, wo man nicht viel nachdenken muss. Aber doch. Okay, ich geb's noch. Bist du jetzt alle total geschockt von dir und shit? Diabo. Nein, Spaß. Genau, alle Thomas, die abonnieren alle meinen Kanal. Ja. Nein, oh, er hat ja gesagt, also müsst ihr das jetzt machen. Ich guck auch andere Filme. Wobei ich glaube, man müsste eher Leinstivi verklagen nach seinen komischen Songs, die er gemacht hat, wo man sich denkt, was ist das denn? Was für ein TV? Ach, oh Gott, Blakes, Mann! Da steht er hier einfach. Ich bin voll hinten reingefahren. Ich hab 38% Schaden. Oh, herzlichen Echt? Glückwunsch. Ey, ich hab auch Schaden. Was hast du gemacht? 7%. Was hast du gemacht? Mein Trailer hat 68% Schaden. Deshalb meinte ich am besten vor der Aufnahme vorhin, dass Niklas hinten fährt. Ich halt. Oh Mann. Gleich geht's dann wieder los mit Motorfehlfunktionen und so, wa? Ja, ich hab zum Glück nur 15%, also mein Auflieger, meine Zugmaschine. Ja, die hat bei mir 36, da fährt meine Ladung nur 7. Ach man, Niklas. Da ist wirklich vollgelegt, du standest bei mir. Alter, zieh doch nicht raus, wenn ich hier komme. Wo kommen wir denn jetzt hin? Was ist das hier für ein Land? Belgien. Ah. Belgien. Stimmt, hätte ich auch an der Fahne erkennen können, ne? Aber hier bin ich auch noch. Hier bin ich auch noch nie. Oh Gott, Erdkunde, ja. Ich geh mir weg mit Erdkunde. Da war ich immer so schlecht damals drin. Hab ich immer eine 1. Ist voll easy. Echt? Ja, klar. Und Geschichte habe ich gehasst. Weißt du, die ganzen Jahreszahlen merken und so. Geil. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe Geo gewählt und habe Geschichte abgewählt. Ich hätte lieber Geo abwählen sollen. Was? Aber in Geo habe ich halt easy die 1 auf dem Zeugnis. Ah. Naja, gut. Ist ja auch nicht schlecht. Weil bei uns ist das ja so, dass du dich zwischen Kunst und Musik entscheiden musst. Und zwischen Geo und Geschichte. Ah. Okay. Ich habe halt Vertiefungskurs Geo und Vertiefungskurs Musik gewählt. Ich hätte auch definitiv Musik gewählt. Geradeaus. Ich habe Musik gewählt, weil ich singen kann und weil ich Noten lesen kann und weil ich mich in der Musik auch ein bisschen auskenne. Okay, ich kann nicht singen, aber ich kann Noten lesen und kann Instrumente spielen. Gerade. Ich kann nicht singen, ich kann keine Noten lesen, ich kann Schlagzeug spielen. Ich habe jahrelang im Kirchenchor gesungen. Ja, und ich spiele im Flötenorchester. Also ich spiele nicht... Ich hätte jetzt einen Spruch auf Lager, aber den verknall ich nicht. Ich spiele nicht Flöte, ich spiele Mallet-Instrumente, also Glockenspiel, Marimba, Vibraphon. Triangel? Nein. Ach, schade. Ey, ich kann ein Instrument spielen. Ich spiele Triangel. Alle Bläser, die noch keinen Ständer haben, gehen jetzt hoch und holen sich einen runter. Ich wollte eigentlich sagen, weil du ja gesagt hast, du bist im Flötenorchester, du kannst bestimmt gut blasen. Nee, das machen die Mädels. Während ich an den Glocken spiele. Also am Glockenspiel spiel, meine ich. Was denn? Denkt ihr dabei etwa zweideutig? Also ich habe kein Stück zweideutig gedacht. Er hat eindeutig gedacht, nur in die zweideutige Richtung. Das ist ja gar nicht wahr. Ich glaube, ich erstelle dir ein Thumbnail. Oh nee. Oh Gott, der Penis-Truck oder was? Oh. Er würfelt sich erstmal weg. Ich heul fast.
Oh Gott, ich sehe nicht, wo ich hinfahre. Bin ich hier? Geradeaus. Hä? Aber ich lerne jetzt auch das Blasen. Also liebe Leute, ihr seht, also wir haben keine Füße. Auf der Flöte. Geradeaus, also links. Oh Gott. Du darfst mich ruhig mit Hightower anreden, musst mich nicht mit Gott anreden. Ich meinte auch nicht dich, ausnahmsweise. Ach so. Hast du noch keine Motorfehlfunktion gehabt? Mensch, das wundert mich ja. Oh, direkt fahre ich gegen die Leitplanke. Schaden 1%. Super. GZ, ne? Ja, THX. Ich sehe schon, Niklas wird ihn gleich hinten reinfahren, so schnell wie er unterwegs ist. Ja, ich sehe ihn schon im Rückspiegel. Ja, jetzt setzt er wieder zum Überholen an. Kurve! Du leckst! Und nein, ich hatte zum Glück noch keine Motorfehlfunktion. Komm doch. Niklas? Entschuldigung, es war nicht meine Absicht, ich sage es nicht. Habt ihr euch gerade lieb da hinten? Ja. Kuschelt ihr gerade eure LKWs aneinander? Mein Anhänger hat ihn. Wenn eure LKWs liebebedürftig sind, dann schickt sie eine Waschanlage oder sonst wohin. Da können sie mit Bürsten knuddeln, aber nicht mit LKWs. Kann man eigentlich noch während der Fahrt den Auflieger abkuppeln? Ich hab keine Ahnung. Ich probier's aus. Nein, geh nicht. Ach, ein Glück. Oh, Manu. Ich bin vorsichtshalber mal auf die andere Spur gefahren gerade. Jetzt habe ich meine Kamera verstellt und nicht sehen. Obwohl, so ist eigentlich viel geiler. Ich habe eine Motorfehlfunktion, würde ich nur mal gesagt haben. Ah. Drück mal 6 auf der Tastatur. Wow. Die Kamera ist ja mal eklig. Müssen wir hier eigentlich fahren? Erste Ausfahrt? Nee, links. Nee, geradeaus und dann geradeaus. Ja. Das ist ein anderer LKW. Heißt, ich kann die Ich finde die Ansicht so eigentlich voll geil. Die 6? Ja, drücke ich lieber gleich, wenn wir wieder auf H2-spurigen sind. Nicht hier in der Kurve. Seid ihr hinter mir? Nach euren Liebesspielchen da auf der Autobahn? Ja, wir sind gerade in der Kurve hier. Ah, okay. Soll ich hier Leitplanke. Ach, oder ich brauche dich warten. Ich werde eh noch ein paar oder 4 Funktionen haben. Dank Niklas, ne? Oh, Leitplanke! Was machst du denn da vor mir? Soll also, jetzt beschuldige ich mich, wenn du selbst so fährst wie sonst was. Alter, oh Gott, die 6 ist ja... Oh, wow, da kriegst du ja... Also, mir wird irgendwie nicht gut, aber mir wird gerade irgendwie ein bisschen schlecht. Kamera... Du stehst bei mir, wieso stehst du? Kameraperspektive 6 und dann mit Oculus Rift, ey, das muss ja fetzen. Ahahaha. Glaub, das würde ich keine 5 Minuten ohne Eimer überleben. Ja. Auch wenn das nicht so teuer wäre, ne, Oculus Swift? Wäre ja schon mal was, ne? Ach, warum? Es gibt doch jetzt schon die. Also, was heißt die billige Variante, ne? Die von Samsung für 300 Euro. Aber ist das genauso gut? Und genauso kompatibel also, und alles? Ja, also Samsung soll ganz gut sein, aber HTC will nächstes Jahr und früher eine Oculus Rift oder so rausbringen und die soll dann nur 168 kosten. Okay. Oh Gott, drück mal die 8. Die 8. Ich finde das voll schade. Oh! Ich finde das voll schade. Wir haben gerade für 2 Weltmarken Werbung gemacht und kriegen immer noch kein Geld dafür. Ja, echt. Ja. Ja, die Frage ist, wenn es jetzt verschiedene Hersteller gibt von so einen 3D-Brillen, ob die alle auch ein ähnliches Protokoll haben. Wir müssen hier eigentlich fahren. Ja, darunter. Ja. Okay. Erst. Weil die Frage ist, wie viel Aufwand ist das für die Spieleentwickler, dass die verschiedene Protokolle da in ihr Spiel integrieren müssen dann, ne? Ich glaube, das ist mehr Aufwand, als man sich vorstellt. Ja. Weil es ist ja schon schwierig, dass du Apps aus dem Google Play Store mit allen Handys kompatibel verfügbar machen kannst. Ja. Vorsicht, Tom, da kommt einer angerannt. Also da wäre es ja nicht schlecht, wenn es so einen Standard geben würde für irgendwie 3D-Brillen, ne? Thomas, drück mal 3. Nee, ich drück jetzt nicht die 3. Doch. Nein.
Ich weiß, was das für eine Ansicht ist. Die nehme ich immer, wenn ich das mit dem Rangieren nicht hinkriege. Ach du Scheiße. Oh Gott. Die Ansicht ist ja noch gar nicht toll. Vor allem neben mir ist gerade einer gefahren. Ich habe den voll in die Leitplanke gekriegt. Das hätte man mir eher sagen können. Oh Manu, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Drück einfach Y und schreib sorry. Der leckt, der leckt, der leckt. Du leckst bei mir eigentlich gerade. Er fährt eigentlich gut daher. Er leckt bei dir? Das ist ja widerlich. Thomas, was machst du da? Ja, Baron auf dem Standstreifen ist nicht wirklich gut. Ja, dann gib mal Gas. Das Gas ist rechts. Rechts? Du siehst mich gleich nicht mehr, ne? Ja, jetzt musste ich so stark abbremsen, dass ich hier bergauf wieder nicht aus dem Knick komme, ey. So ein Kack. Ja, dein Problem, nicht meins, ne? Ja. Timer. Ja. Wollen wir an der nächsten Tanke oder so ranfahren oder uns hier auf den Standstreifen treffen? Aber wir können auch einen fliegenden Wechsel, fliegenden Aufnahmestopp machen. Kann aber dazu mag ich nicht so. Weil ich muss immer raus. Ach so, hast kein Hotkey? Doch, aber das funktioniert bei mir. Ach so, ja, dann lass uns irgendwo anhalten. Okay. Hier ist eine Kreuzung, wir halten mitten auf der, also vor der Kreuzung an. Oh, hier ist ja ein Blitzer. Ich wurde rückwärts geblitzt. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja. Ja, der blitzt rückwärts, ne? Ja. Stand aber auch ein Schild, dass ein Blitzer kommt. Dürfte ich noch ein Sample machen? Mach doch. Aber dazu brauche ich euch alle. Niklas, ja. Fahr mal ganz nah an mich ran. Ah, oh, da seid ihr. Wenn es geht, ohne mich zu haben. Ah, oh Gott. Und Hightower, du stellst dich mal. Genau, so. So, noch ein schönes Thumbnail schießen. Warte. Ja. Doch okay. Nicht so nah. Okay. Wir können ja nebenbei schon mal Tschüss sagen. Tschüss. Genau, tschüss. Winke, winke. Bye, bye. Folge. Genau. Gebt einen Daumen nach oben. Und genau. Kommentiert, was auch immer. Und guckt in die jeweils anderen Kanäle von uns dreien auch mal rein. Genau. Tschüss.